Ja, hallo, ich bin die Sabine Dietsch. Ich bin die Vorsitzende vom Förderverein Klosterchor und Historische Stadtbibliothek. Und wir befinden uns hier im Klosterchor. Dieses Gebäude wurde 1291 gestiftet. Es war ein komplettes Kloster. Übrig geblieben ist letztendlich, nachdem das Kloster 1525 aufgelöst wurde, nur noch hier dieser Chor. Und das Besondere an diesem Chor ist eigentlich das Gebäude oder der Raum über diesem Chor. Und zwar über unseren Köpfen befindet sich die Historische Stadtbibliothek von Bad Windsheim. Und dieses ist schon seit 1623 an diesem Ort. Man kann sich das vorstellen im Original, in den originalen Bücherregalen, in den Repositorien werden über 5400 historische Bestände gelagert. Früher war die Bibliothek auch eine Ausleihbibliothek, das ist natürlich jetzt nicht mehr. Die Bibliothek ist allerdings in Not, wie dieses gesamte Gebäude, man kann es auch erkennen. Wir haben hier einen sehr hohen Renovierungsbedarf. Und deswegen gibt es auch den Verein. Wir haben uns gegründet vor 10 Jahren. Wir haben dieses Jahr Jubiläum. Uns gibt es jetzt 10 Jahre und wir sammeln und aktivieren für die Sanierung dieses Gebäudes. Und der Verein ist jetzt auch an einem Punkt, wir sind guten Mutes, dass wir in diesem Jahr es noch schaffen, zusammen mit der Stadt Bad Windsheim. Die Stadt Bad Windsheim ist Besitzerin des Gebäudes. Das Dach zu sanieren, weil wir wirklich Angst haben, dass uns dieser Buchbestand, diese über 5400 historischen Bände über den Winter durch die hohe Feuchtigkeit verschimmeln. Und ja, das ist eigentlich das Hauptproblem jetzt, hier dieses Dach zu sanieren. Und danach muss natürlich auch das restliche Gebäude saniert werden. Es gibt hier ein Nutzungskonzept, das hat der Verein auch erstellt. Hier in diesem Gebäude lassen sich wunderbar Veranstaltungen inszenieren. Wir hatten gerade eine herrliche Veranstaltung organisiert von Christoph von Weitzel. Es war eine Performance mit den jungen Stars vom Festival des Liedes. Wir hatten zum 10-jährigen Jubiläum unsere Vereinsmitglieder eingeladen und ich glaube, zumindest was ich jetzt so alles an Feedback erhalten habe, die Leute waren absolut begeistert und ja, der Raum gibt ganz viel her. Er hat eine sakrale Ausstrahlung. Ich glaube, er eignet sich einfach hervorragend für Veranstaltungen jeder Art. Zum Beispiel nächstes Wochenende findet hier auch eine Trauung statt. Das ist die erste Trauung, die hier seit Jahrhunderten wieder stattfindet. Das ist allerdings nur eine standesamtliche Trauung. Und ja, toll und ganz besonders freue ich mich, meine Tochter wird hier nächsten Freitag getraut. Und ja, das ist auch für mich natürlich ein ganz besonderer Moment. Ja, für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Webseite klosterchorbibliothek.de. Wir freuen uns über Spenden natürlich, weil Sie sehen, das Gebäude muss dringend saniert werden, aber natürlich auch über neue Mitglieder. Alles über unsere Website klosterchorbibliothek.de verfügbar. Vielen Dank.